Was genau passiert im Körper beim Tanzen? Was hilft dagegen die Schmerzen? Also im Prinzip ist so, dass es doch relativ viele Studien zu Tanz gibt und man hat auch festgestellt, dass verschiedene Tänze im Gehirn verschiedene Areale anfeuern und es kommt zur sogenannten Neuroplastizität. Das heißt also, andere Areale können miteinander kommunizieren und da werden verschiedene Stoffe wie Endorphine freigesetzt, was natürlich dann beweglicher macht, auch ein bisschen Schmerz lindern kann. Und dementsprechend, die Patienten werden auch weniger steif dadurch, durch die Bewegung. Was können denn Menschen mit Nervenerkrankungen alternativ noch tun? Also Tanzen per se ist eigentlich schon mal eine gute Wahl. Dann allgemeine Bewegung, Übung wäre sehr wichtig. Es klingt völlig verrückt, aber Kraftsport ist auch ein wunderbares Thema. Wird leider immer ein bisschen falsch erklärt. Man sagt, ja, sie müssen Muskeln auftrainieren, das ist Unfug. Kraftsport aktiviert im Körper auch natürlich Adrenalin. Und was dahinter steckt, man nennt es absteigende Hemmung. Wir haben Nerven im Körper, die in der Lage sind, Schmerzprozesse, die Richtung Gehirn oder Informationen, die Schmerzen dann auslösen, verbinden. Und das ist das eigentliche Ziel von Krafttraining, dass man diese absteigende Hemmung sehr lange hält. Das kann auch über einen Tanz stattfinden. Manche kennen dieses Phänomen auch beim Boxen. Also wenn man geboxt hat, weiß während des Kampfes tut es meistens nicht weh, aber die Tage danach tut es sehr weh. Und da war halt eine kurzfristige absteigende Hemmung aktiviert. Mit welchen Leiden kommen denn nervenkranke Patienten zu Ihnen und wie können Sie denen weiterhelfen? Also bei mir kommen unterschiedliche Arten von Patienten, am häufigsten natürlich der chronische Rückenschmerz. Da ist mittlerweile die Forschung so weit, dass man festgestellt hat, dass es sich häufig um Entzündungsfaktoren im Bereich um den Nerven von Rücken handelt und eher weniger um Strukturen. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, dass ich diese Patienten von ihrem Alltag abhole. Also dort, wo sie Beschwerden haben im Alltag, wo sie arbeiten, dass man dort adäquat Übung versucht zu integrieren. Also sprich, Krafttraining wäre für mich das Optimum. Ansonsten Übungen, wo der Patient leicht nachmachen kann, dass so keine Abhängigkeit entsteht und der Patient auch zu Hause was für sich machen kann. Sonst muss er natürlich immer zu mir kommen. Welche Übungen kann man denn leicht zu Hause zum Beispiel machen? Im Prinzip, nehmen wir mal an, Sie können sich schlecht bücken. Sie sagen, beim Bücken, da merken Sie immer wieder Schwierigkeiten. Da gibt es Möglichkeiten, dass Sie einfach sich so ein bisschen rund machen, wieder gerade. Und danach machen Sie Folgendes, Sie nehmen beide Fäuste und drücken die Beine zwischen den Fäusten zusammen und dann versuchen Sie sich zu bücken. Und Sie werden merken, Sie kommen ein Stückchen weiter. Also es ist eine Erleichterung, somit lenken Sie die Nerven ab und kommen dann leichter in diese Position. Also im Prinzip am einfachsten, das, was Sie nicht können, sollte mit weniger Intensität beübt werden. Herr Streeck, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.